Da habe ich den Beacon. Also, ich stopp mal. Jetzt kommt. Nein, nein. Hä? Wolltet ihr schon mal in Minecraft operiert werden? Oder wart ihr schon mal in einer Arztpraxis in Minecraft? Auf jeden Fall haben wir auf Durchrasten einer Arztpraxis. Ist vorhin auch erst so ein bisschen bekannt geworden, als ich das im Chat gelesen habe. Und hier bildet sich sogar schon eine Schlange von Usern. WTF, okay. Hier sind auch direkt Schilder. Corona-Ultra-Behandlung, 1 Million Euro. Corona-Premium-Behandlung, 500.000 Euro. Und Standard-Premium-Behandlung, 100.000 Euro. Bieten ja diese Behandlungen für Ingame-Geld an. Und ob sie dann wirklich. Ich weiß, also mich würde interessieren, was sie da machen. Weil im Endeffekt sind wir ja immer noch in Minecraft. Was sollen wir in Minecraft großartig machen? Aber ich würde sagen, wir stellen uns hier einfach mal an. Okay, jetzt sind wir auch schon Erster. Wir schreiben die Person direkt an. Also, es ist ein Ultraspieler auf jeden Fall. Hey, Leute, da sitzen halt echt welche im Warteraum. Aber ob die wirklich alle den Preis bezahlt haben, bezweifle ich tatsächlich. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das wirklich macht. Hey, willkommen in der Corona-Arztpraxis. Wie kann ich dir helfen? Also der Mindestabstand von 1,50 Meter oder was, das war, wird hier auf jeden Fall eingehalten. Ich habe eine Frage. Seit wann macht ihr diese Praxis? Seit circa 5 Minuten. Okay, seit 5 Minuten ist die Arztpraxis wohl offen von denen. Die Leute rennen uns schon den Laden ein. Ja, das sieht man. Ich glaube, wir spielen einfach mal mit. Ich würde sagen, ich habe ein wichtiges Problem. Wir tun jetzt mal so ein paar Symptome anspielen von Corona und vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht hilft er uns ja. Wir sind da, um dir zu helfen. Ich habe. Was kann man denn am besten nehmen? Mein Hals tut weh. Bekomme schwer Luft. Oh, seit wann ist denn das Problem? Seit kurzem. Kurzem erst. Ich hatte Urlaub gemacht. Vielleicht glaubt er uns das ja, oder sie besser gesagt. Hattest du Kontakt mit anderen Personen? Ja, klar doch. Also, wenn man im Urlaub keinen Kontakt zu anderen Personen hat, sollte man sich vielleicht ein paar Gedanken machen. Also, es gibt klar Urlaubsorte, wenn man da alleine ist und so weiter und so fort. Klar, ist auch ganz geschillt. Aber bei vielen Urlaubsorten ist es auch nice, wenn da so mehrere Personen sind. Du musst aber einen Mindestabstand einhalten. Schau mal auf den Boden. Ach so, meint er das hier? Diese. Aha, aber. Ach so, das ist da wahrscheinlich so gemeint. Aber die haben sich halt einfach so angestellt. Okay. Habe ich nicht gesehen. Ich könnte mit dir einen Termin vereinbaren. Ich will jetzt unbedingt keinen Termin machen. Wer weiß, wann sie den Termin wirklich festlegt. Am besten auch jetzt gleich. Okay, perfekt. Perfekt. Jetzt gleich wäre wichtig. Ich bin gespannt, wo sind sie hingelaufen jetzt? Okay. Zu deiner Rechten haben wir die Preisliste. Ja, das habe ich bereits gesehen. Ah, hier ist sie, lol. Okay. Wie gesagt, 1.500.000 und 100.000. Ich würde sagen, Standard sind wir nicht, Premium auch nicht. Ich würde sagen, wir sind schon Ultra. Also würde ich schon meinen, dass wir gleich die 1 Million bezahlen werden, auf jeden Fall. Ich habe mir das mal angeschaut und möchte gerne die Ultra-Behandlung für 1 Mio. Okay, perfekt. Sie ist auf jeden Fall damit einverstanden. Soll ich dir direkt das Geld payen? Bezahlen mit Kreditkarte oder Bar? Wie es dir lieber ist. Kreditkartenzahlung oder Bar auf Durchrasten. Okay, am besten ist mit Kreditkarte. Dann machen wir das doch einfach mal. Slash Pay 1 Million. Hier bitte
Schön. Da warten immer noch Leute auf ihre Behandlung. Okay, wer ist denn das da? Ist das der Doktor? Hä? Er hat ja so... Oh mein Gott, er hat sogar so eine Maske auf. Sehr vielen Dank, bitte setzen Sie sich in den Wartraum. Der Doktor kommt gleich. Es ist heute ein bisschen voller. Kein Problem. Ich habe ja Zeit. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein und setzen uns mal... Guten Tag, guten Tag. Wir setzen uns einfach mal hier in die Ecke und warten da mal ein bisschen. Ja, ne? Also, ich meine, es ist ganz gemütlich hier zu sein. Okay. Oh, lol. Das ist der Doktor. Und das ist die Arzthelferin. MSG. Hey, was geht? Er hat sich sogar Doktor genickt. Hey, Jona. Nicht wundern, wir haben noch meinen zweiten Account, der Jona noch was heißt. Also nicht wundern, ich hoffe, er erkennt mich dadurch nicht, aber soweit ich weiß, tut er es nicht. Hast du einen Termin? Ja, habe ich. Nicht, dass ihr euch wundert, dass er mich mit Jona anschreibt. Ich habe das Ultra... ich habe die Ultra-Behandlung für eine Mio genommen. Okay, gut, kannst du mir ein paar allgemeine, soll das wahrscheinlich heißen, Fragen beantworten? Ja, klar, kann ich. Aber können wir dafür woanders hin? Weil hier sind mir zu viele Menschen. Menschen, so. Also ich meine, man beantwortet dem Arzt ja unbedingt die ich auch jede Frage, wenn man im Warteraum sitzt und der Warteraum recht gefüllt ist. Klar, wir können ins Ultra-Behandlungszimmer. Dann go. Okay, wir laufen denen jetzt einfach mal hinterher. Ich laufe dir hinterher. Okay, perfekt, folgt mir. Wir gehen denen jetzt hinterher. Jetzt müssen wir hierher. Jetzt müssen wir diese Treppen hier hoch. Okay. Okay, hier ist... Lol, stopp mal. Das ist doch... Die Karte habe ich mal für Wilco gebaut. Ich weiß nicht, da hängen so 2-3 Tage Arbeit dran, ne? Und die ist ja auch bei meinem Plot, so. Und die haben diese Karte einfach gekauft und hier hingehangen. Okay, ich glaube, wir müssen in Behandlungsraum 1. So, hier bin ich. Was soll das sein, dass sie da... Nee, das sieht erst aus wie so ein Grill irgendwie. Setz dich. Okay, perfekt, wir setzen uns hin. So. Hey. Also, hallo, wie alt bist du denn? Sagen wir mal, ich bin 23. Oh, ein älterer Herr? Was soll das denn heißen? Mann, ich hab mir doch nur ein Alter ausgedacht. Was soll das denn heißen? Naja, nebensächlich. Machst du bitte deinen Mund auf? Okay, wir sollten unseren Mund aufmachen. Warte mal so. Dann glaubt er uns das ja eventuell. Wie sieht das aus? WTF. Was macht der da? Der schlägt auf uns ein. Okay, ich schau dir jetzt mit meinem Gerät in die Augen, ja? Jo. Okay. Was? Lol, okay. Die Arzthelferin baut um uns so eine Glasschicht, okay. Möchtest du mir Trinkgeld geben? Hä? Wir sind gerade in der Behandlung. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Man ist gerade in der Behandlung und dann so, yo, möchtest du mir vielleicht etwas Trinkgeld geben? Ah ja, na gut, aber später, ja. Mal schauen. Er fragt einfach mitten in der Behandlung, ob er Trinkgeld bekommt. Einmal bitte umdrehen. Okay, wir gehen uns jetzt mal zur Wand, zum Stuhl. Jupp. Nein, im Stehen. Ach so. Also sollen wir jetzt hier runter und dann einmal umdrehen? Okay. Wir bleiben jetzt einfach mal hier so stehen und schauen da raus und genießen das zu helle Licht. Bücken. Okay, ich bück mich jetzt. Was macht er da? Ich will nicht. Okay, wir gucken den Baum da an. Okay, wir gucken diesen Baum an. Wir gucken das Grundstück an. Wir gucken die Blume an. Wir gucken die Blätter an. Und was? Die sind irgendwie weird. Also, okay, fertig. Ich setze mich dann einfach mal wieder hin. So. Okay. Wie geht es nun weiter? Naja, ich gebe der Schwester die Teste und sie wertet sie aus und sagt es ihnen.
Okay. Also sagt es uns an der Rezeption also? Nein, ich möchte dir kein Trinkgeld geben. Er fragt uns in jedem Text, möchten Sie mir nur Trinkgeld geben? Oder und ein kleines Geschenk erhalten? Was denn für ein Geschenk? Also wenn ich Ihnen Trinkgeld gebe, bekomme ich ein Geschenk. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Wir machen mal so. Wir machen mal was, warte mal. Ja, aber nur wenn das Trinkgeld gut ist. Wir geben jetzt einfach mal 5000. 1, 2, 3. Hier, bitte. 5k. Als Trinkgeld. Geld recht gut. Das ist irgendwie für meine Arbeit zu wenig, aber naja, Geschenk von uns als Ultrakunde. Was ist das Geschenk? Okay, er hat uns ein Beacon gedroppt. Okay, ich will nochmal anmerken, wir haben, glaube ich, 1 Million für die Behandlung bezahlt, dann noch 5000 Trinkgeld. Und dann haben wir einen Beacon bekommen und müssen jetzt auf irgendwelche Tests warten. Vor allen Dingen, weil das eh Minecraft ist, bezweifle ich, dass überhaupt richtige Tests bei rauskommen. Darf ich den Beacon? Also, ich stopp mal. Jetzt kommt. Nein, nein. Hä? Wir? Warte mal. Wir haben doch gerade von dem Arzt den Beacon bekommen. Jetzt schreibt uns die Arztschwester an mit, darf ich den Beacon? Warten Sie jetzt im Warteraum für Ihren Test. Also, ich gehe jetzt einfach in den Warteraum. Die sind mir echt. Also. Was ist das denn? Hier sitzen immer noch zwei Leute. Okay. Luca, Bert und Remo. Was geht? Wir schauen uns einfach mal hier das Gras an, wie sich das bewegt. Hin und her, hin und her. Okay. Ich warte mal, wir fragen mal. Wie lange dauert sowas denn? Weil ich habe keine Lust, jetzt 8 Stunden hier zu hocken und zu warten. Da kommt die Krankenschwester schon hier. So, okay. Hallo, Sir. Guten Tag. Wie sehen meine Ergebnisse bzw. Tests aus? Wir haben Ihre Ergebnisse. Perfekt. Dann lass mich mal hören. Jetzt bin ich gespannt. Hat sich das ausgezahlt, dass wir 1 Million Euro bezahlt haben? Wir müssen Ihnen sagen, dass Sie kerngesund sind. Danke, dass Sie gekommen sind. Warte, das war's jetzt? Das war's jetzt? Und danke für die Spenden. Aber irgendwie, vielleicht solltet ihr eure Preise nochmal überarbeiten. Weil ich weiß nicht, wenn wirklich ein User kommt und 1 Million Euro bezahlt für eine Ultrabehandlung und dabei hinterher rauskommt, yo, du bist kerngesund. Wir sind reich. Ups, falscher Chat. Hä? Was? Was? Okay. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich auch mal das Video. Was machen die da? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zum erneuten Video wieder oder auf Durchrasten. Haut rein!